Was sind die ersten Wörter, die dir einfallen, wenn du diesen Mönch betrachtest? Genau. Disziplin, Willenskraft, fokussiertes Handeln. Und genau dafür steht dieses Pola. Denn das ist der Treibstoff dafür, der letztendlich sicherstellt, dass du dein Ziel auch erreichst. Und je klarer dein Grund auch ist, warum du dieses Ziel erreichen möchtest, also dein persönlich treibendes Motiv für dieses Ziel, desto besser und desto schneller wirst du auch dein Ziel erreichen. Ich zum Beispiel bin begeisterter Läufer und gerade im Januar, ja, wenn ich in den Wald komme, ist der Wald im Grunde genommen voll, weil dort viele, viele Menschen unterwegs sind, die sich irgendetwas vorgenommen haben. Nur vornehmen reicht halt eben nicht aus und das führt halt eben dazu, dass nach einigen Wochen der Wald auch wieder leer ist. Nur die, die ein klares Ziel hatten, einen guten Grund hatten, haben auch die notwendige Disziplin und Willenskraft aufgebracht, um ihr Ziel zu erreichen. Denn dranbleiben heißt dabei bleiben und so erreichst du Ziele.